Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir kümmern uns heute hier um den Außenbereich der Warteschlange bzw. dem tatsächlichen Eingang. Ich habe schon ein paar kleine Ideen, bin mir aber nicht sicher. Ich war ja am Überlegen, hier vielleicht so eine Hütte rauszumachen, die hier im Vordergrund steht. Wo dann halt hier, ne, der Weg sich in dem Haus teilt und runter in die, keine Ahnung, ne, Katakomben hier geht. Das könnten wir natürlich, wenn wir das hier so anbringen, das Haus, so, hier vielleicht diese Ecke so ein bisschen mitnutzen. Könnte das, glaube ich, ganz gut werden. Wir müssen uns aber noch eben hier um die Warteschlange hier kümmern, weil hier kann ja keiner durchlaufen. Und das hier ist auch von der Deckenhöhe zu eng. Da müssen wir uns dann andere Sachen überlegen, wie wir das hier abgedichtet bekommen. Sollte aber kein Problem sein. So, pass auf, wenn wir dich nehmen. Ich Winkel an, habe ich. Bist natürlich sehr dick. Aber oben kommt ja eh eine Art Deckel drauf. Also ne Berg. Von daher sollte das an der Stelle dann keine Probleme geben. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass es von unten gut aussieht. Immer rein. Wo ist unser Objekt? Da. Ja, der muss noch ein bisschen runter. Auf diese Höhe. Dann könnten wir da die Lücke hiermit verkleiden. Warum passt das hier nicht so gut? Bist du schief? Du bist schief. Ah. Da noch so ein Stück. Hallo? So müsste es eigentlich passen, ne? Sieht zumindest gut aus. Haben wir uns die beiden? Geben sie noch nach hinten. Schließen diese Lücke. Müssen natürlich von oben nochmal eben gucken. Da, dass du ein bisschen weiter reingehst. Und dann passt das doch schon. Dann haben wir das Ganze hier doch gelöst. Wir können natürlich dich hier noch so ein bisschen aus diesem Glitch-Faktor befreien. Aber dann haben wir es so schon mal gefixt bekommen. So, hier war ich ja wie gesagt am Überlegen. Machen wir da einen Ausguck raus. Von was bist du? Auch von dieser Platte. War ja auch nicht so durchglitschen. Ach, das passt schon. Das passt schon. Fertig. Ich bin auch echt am Überlegen, ob wir hier anfangen. Auf dieser Seite. Mit dem Haus. Und dann gucken, wie wir hier dran anconnecten. Würde für mich jetzt am meisten Sinn machen. So, lasst uns mal gucken. Da würde ich ja schon gerne wieder hier so Western-Style nehmen. Vielleicht halt dann natürlich in anderen Farben. Aber gut, dass wir hier den Übergang gemacht haben, also breiter gemacht haben, ne? Von Upsi. Oh, warte, ich muss die Kamera wieder ändern. Von Warteschlange zu Übergang zum Weg.
haben wir das Ganze ja schon breiter gezogen. War eine sehr gute Idee. So. Also entweder richten wir es hier dran parallel aus, was glaube ich Sinn macht. Oder hier dran, was auch Sinn machen würde. Vielleicht ist es ja auch parallel. Lass uns mal gucken. Nee, nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich hätte es dann lieber hier dran parallel. Was? Passt das? Sieht ganz gut aus, ne? Aber ich glaube, das wird sonst schwieriger, das hier dran anzupassen, anstatt es hier halt anzupassen. Hier ist nicht ganz so dramatisch. Da können wir, da können wir mit dem Winkel arbeiten. Das kriegen wir hin. So. Das ist auch echt nur minimal. Ich würde es aber gern so weit rausziehen, dass diese Säulen verschwinden. So nämlich. Das wäre dann der Beginn von dem Haus. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen die passenden Wände dazu. Seid ihr das? Ja. Jetzt ist noch die Frage, was hätten wir gerne farbtechnisch? Das Grün, aber das Grün haben wir da auch schon. Was könnte man denn da für eine Farbe nehmen? So was schönes, dunkles Rot. Den Bogen können wir auch einfärben. Grau. Vielleicht mal so eine ganz andere Farbkombination. Ah, nee. Nee, 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 nee. Das ist es nicht. Den Rahmen hier können wir auf jeden Fall in den Braunton angeben. So. Die Wände vielleicht. So ein Ton wäre ganz cool. Den finde ich gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir dieses Haus? Gehen wir hier rüber? Und dann hier lang. Da sind wir aber schon voll in der Warteschlange. Da müssten wir das Haus noch ein Stück ziehen. Nach vorne. Könnte man hier halt so eine Geschichte machen. Dann da im Berg verschwindet. Dieser Seite. Aber ich hätte das hier gerne. Nee, 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 nee. Ich hätte das da gerne. Ah, dann kriegen wir das da nicht versteckt. Okay, wenn wir so machen. Und dann das hier irgendwie angepasst bekommen. Vielleicht schon als Teil des Berges, wo man durchgucken kann. Ich möchte das definitiv als Durchguck haben. So, im unteren Bereich brauchen wir aber was Steiniges. Irgendwas, was das gut fesselt. Du bist Pfefferkuchen. Es gab doch diese dicken, großen, rötlichen Steine. Hier, genau. Ihr seid doch perfekt für hier so Untergrundarbeit.
Von mir aus auch hier außenstehend als so eine Akzentkante. Hallo, drehen Sie sich, Dankeschön. Meine Tastatur. Nein, wir speichern. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, meine Tastatur gibt wieder auf. Ah doch, das finde ich cool. So. Wie gesagt, wir müssen die Hütte noch ein kleines Stückchen gleich drehen. Ich hätte gern diese Kante auf diesem Bereich. Ja. Hat was. Und wenn wir da jetzt noch Abstützsäulen hinmachen, haben wir da auch eine Möglichkeit aus dem gleichen Material? Ich glaube eher nicht. Ansonsten muss man hier. Nee, das sind ja die schicken Ziegel. Sonst muss man da auf was anderes zurückgreifen. Wie wäre es hier mit diesen Holzbalken, die ich gerade mega finde? Winkel bitte. Zumindest so in den Farben, ne? Das Rot vielleicht etwas abändern. Dann könnte man die sogar hier so mit einbeziehen. Das jetzt in dem Braun machen wie der Durchgang. Oh. Schön. Ihr seid vielleicht etwas zu lang, aber du wirst zu kurz sein, ne? Du bist zu kurz. Brauchen den langen tatsächlich. Das ist hier ja mal überhaupt nicht so, wie ich es gerne hätte. Mal, wenn wir die Ecke, die Innenecke hier wirklich in der Ecke anbringen, haben wir da doch, glaube ich, einen ganz gute Position gefunden. Es hat was, ne? Ich weiß gerade nicht, ob wir uns zu sehr jetzt vom Western-Thema entfernen. Aber optisch hat das was. Okay, wir brauchen dich nochmal. Ja, hier als Innenecke machst du eher weniger Sinn wahrscheinlich. Weil es geht. Geht tatsächlich. Dann hier auch noch mal als Außenecke, wobei ich gerade sehe, dass ich euch beiden da doch noch ein Stückchen verschieben muss. Und jetzt müssen wir halt definitiv das Gebäude noch versetzen. Ist nur die Frage, wie weit. Mal sagen, mindestens bis dahin. Sind wir ganz schön weit rausgekommen, ne? Aber das werden wir auf jeden Fall noch kaschiert bekommen. Wenn wir da nämlich einen Boden drüber setzen, dann fällt das überhaupt nicht mehr auf. Ist halt die Frage, was nimmt man als Boden? Können natürlich wieder irgendwie ein Flachdach nehmen. Ne, das ist mit solchen Kacheln. Das ist auch zu schicki. Das ist. Nee. Metall ist auch Käse. Ich
tendiere ja schon wieder so zu diesen gleichen Sachen, was ich aber ehrlich gesagt auf Dauer langweilig finde. Aber wir brauchen halt definitiv irgendwie was Holziges. Okay, und hier haben wir das Problem, es geht leicht bergab. Wer hat das denn konstruiert? Noch niedriger. Ja. Haben wir da wahrscheinlich auch ein eigenständiges Gebäude raus. Wobei hier würde es dann passen. Aber wir kriegen eh Probleme mit dem Raster. Nee, das wird nicht funktionieren. Da müssen wir uns dann was anderes überlegen, wie wir das hinbekommen. Vielleicht hier nur so eine Art Türschwelle. Das hier zu kaschieren. Wir brauchen ja halt safe auch hier eine Möglichkeit, ne? Den Boden weiter fortzuführen. Ich bleib mal eben bei diesen Platten. Glaube ich ganz gut. So. Wir da jetzt irgendwie raus? Nein. Dann werden wir hier, wo es ein bisschen schräger nach unten geht, können wir ja zum Glück diese Platte etwas anwinkeln. Dadurch, dass sie ja nicht rastergebunden ist, haben hier halt die Möglichkeit, gut was zu gestalten. Jetzt müssen wir die nur erwischen. Jetzt passen wir uns hier halt an diese Schräge an. Ja, es wird jetzt tricky, das ordentlich hinzubekommen. Ich möchte nämlich, dass das echt nur so knapp überm Boden ist, dass man da halt, dass die Füße nicht so im Boden glitschen und verschwinden. Wäre dann so, ne? Ja, es ist die perfekte Neigung. Zumindest bis hier. Da werden wir wieder gerade an. Das ist ja toll. Millimeterchen. Das könnte gut klappen. Jetzt müssen wir an sich wieder eine gerade Plattform nehmen. Hallo? Ich wollte sagen, ich habe dich angeklickt. Bitte tun Sie, was ich möchte. So. Eben hier an den Linien ausrichten. Dann so weit runter, dass ihr verschwindet. Ah, passt irgendwie nicht mehr so 100% hier übereinander. Die Linien. Aber ich glaube, das können wir verkraften. So. Dann hätten wir das schon mal als Weg. Wir müssen dich noch anpassen. Ich hatte dich doch eben. Ja, schon mal angeklickt. Und zwar darfst du auch schon so mal dich neigen. So hoch. Da war.
Ah, ich glaube, wir, also dieses Gasproblem hier werden wir nicht los. Außer, ich habe eine Idee. Wir lassen das halt so. Muss man natürlich aufpassen, Stolperkante. Aber wenn wir das einfärben, ist hier halt ein bisschen was von dem Sand reingeraten, ne? Kann man halt nicht ändern. Sind ja hier auch wieder Voraussetzungen. Da dauert alles 3 Jahre. So. Dieser Pseudo-Sandstein-Gedönsens. Er sieht schon kacke aus, ne? Wieder ein bisschen mehr kaschieren. Es ist okay. Ist okay. Mit dieser Kante werden wir halt leben müssen. Können wir nicht ändern. So. Können wir bestimmt, aber habe ich keine Lust drauf. Nennen wir es mal so. Dieser Gang ist extrem eng, ne? Aber ich will das hier nicht umbauen. Da muss man sich hier halt mal eben so ein bisschen durchquetschen. Das ist nun mal so. Hier haben wir dann ganz schön Platz. Und das Gebäude müssen wir auf jeden Fall weiter runterziehen. Bist du da? Ich weiß halt nicht, wie weit ich da wirklich den Berg dann aufschütte, ob das nicht dann alles verschwindet, aber dann könnten wir das ja wieder zurücklöschen. Das ist ja das kleinste Problem. Wieso färbst du dich denn jetzt nicht so wunderschön ein wie deine Kollegen? Nee, das war genau falsch rum. Ihr müsst hell werden. Ich finde das wunderschön, ne? So die Balken. Es hat was. Das hat echt was. Aber dann haben wir damit doch schon mal einen guten Start für das Gebäude. Eventuell baue ich hier halt eine Art Fenster ein, damit natürliches Licht reinkommt. Beziehungsweise ist ja eigentlich schon so das Runtergehen in die Katakomben. Vielleicht baue ich hier irgendwie ein Fenster ein, dass man da rausgucken kann. Hier kommt ja auf jeden Fall auch irgendwie so ein Fenster hin, dass man rausgucken kann. Das soll jetzt nur erstmal das Grundgerüst sein. Damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie das Gebäude hier sitzen könnte. Und ich finde, das macht sich da echt gut. Vielleicht so als Hilfe, als kleine Lagerstätte oder so. Müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch gut kennzeichnen und markieren, dass es da in die Wasserbahn geht. Aber ich finde die Connection ganz gut, dass hier die Mining Company ist und hier halt, ne? Die Abbaumine so parallel. Also irgendwie macht das Sinn, dass da noch diese kleine Hütte steht. Ich werde sie auch nicht höher bauen, ne? Also das wird so das Maximum sein. Da kommt dann schon das Dach drauf. Soll echt nur so eine kleine Hütte noch sein, die hier, ja, zu dieser Mining Company dazugehört. Wir müssen das hier auch noch irgendwie abgrenzen mit Zäunchen und das ist alles noch ein bisschen gefährlich. Gut, ich bedanke mich dann aber erstmal an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!